Dann würde ich mal sagen, geht es weiter. Bin ich überhaupt hier richtig? Anscheinend. Gut. Au! Ach, es hat deine Füße, Lydia. Klingt vernünftig. Wo bist du, Kematu? Da. Ja, dann bereden wir mal. Genau das hatte ich vor. Wir reden. Macht keine Dummheiten, Krieger. Der Grund für euer Hiersein ist kein Geheimnis. Und ihr habt euer Können im Kampf bereits unter Beweis gestellt. Lasst uns einen Augenblick reden und niemand sonst muss sterben. Ich glaube, wir können alle von der gegenwärtigen Situation profitieren. Meine Männer werden euch nicht angreifen, wenn ihr eure Waffen senkt. Natürlich. Ihr wurdet geschickt von, wie nennt sie sich dieser Tage doch gleich? Shazra? Sadia? Eines von beidem, korrekt? Hat sie an euer Ehrgefühl appelliert? Eure Gier? Oder vielleicht ein eher niederes Bedürfnis? Es spielt keine Rolle. Sie hat euch ganz sicher überzeugt, dass sie das Opfer ist. Aber wisst ihr überhaupt, weshalb wir sie verfolgen? Nö. Wie bitte? Nein. Nichts derart Grobes. Sadia, wie ihr sie kennt, wird von den Adelshäusern von Tanit wegen Verrats gesucht. Wir wurden angeheuert, um sie in Hammerfell der Justiz zu überstellen. Ihr könnt uns dabei helfen und dafür sorgen, dass niemand mehr verletzt wird. Sie hat die Stadt an den Altmeribund verkauft. Ohne ihren Verrat hätte Tanit sich in diesem Krieg behaupten können. Die anderen Adelshäuser entdeckten ihren Verrat und sie musste fliehen. Sie wollen sie lebendig zurückhaben. Der Widerstand gegen den Bund ist in Hammerfell aktiv wie eh und je. Seine Anhänger dürsten nach Gerechtigkeit. Okay, was soll ich für euch tun? Sie vertraut euch, zumindest ein Stück weit. Schließlich hat sie euch auf uns angesetzt. Sie hat keinen Grund, etwas anderes von euch zu erwarten. Überzeugt sie davon, dass wir ihr dicht auf den Fersen sind, dass sie fliehen muss. Bringt sie zu den Stellen außerhalb von Weißlauf. Wir werden auf euch warten und sie dann festnehmen. Ich will gern einen Teil der Belohnung mit euch teilen. Schließlich helft ihr uns im Namen der Gerechtigkeit. Eigentlich wurde ich angeheuert, um alle niederzumetzeln, aber das klingt schon plausibel. Na gut, ich mach's. Gut, wir warten bei den Stellen auf euch. Ich freue mich schon darauf, endlich nach Hause zurückzukehren. Das hört sich doch schon echt viel besser an. Ihr braucht etwas? Ich meine, die haben mich nicht mit Waffen bedroht. Klar, die hatten jetzt Banditen vorne im Höhleneingang, aber das waren alles generell Banditen. Die gehörten ja nicht mehr. Das waren noch nicht mal Rotwadonen. Also gehörten die nicht mal richtig zu ihnen. Die waren nur zum Schutz angeheuert. Deswegen klingt das für mich eher plausibler, dass er mit mir direkt reden wollte, als ich angekommen bin. Und die hat ja erstmal schon mal direkt das Messer gezückt. Ist das eine Truhe? Tatsache. Oh, wieder 41. Time. Das ist auf jeden Fall schon mal das Geld, was ich fürs als Lösegeld bezahlt habe, wieder drin. Lydia geht den ganzen Weg natürlich wieder aus drum. Lydia, wir sehen uns in Weißlauf. Da klingelt's. Muss hey, kurz pausieren. Sieht mal, eine Höhle. Tag der großen Pause. Paketbote. Nicht für mich. Aber die Besitzerin des Pakets, oder die zukünftige Besitzerin des Pakets, ist wieder mal nicht da.
So, da ist wieder Riese mit Mammut, da wollen wir nicht hin. Wir wollen nach Weißlauf zurück. Ich könnte ab hier ja natürlich die Schnellreise benutzen. Aber ich sehe das nicht so ein. Ich meine, wir haben hier so viel zu entdecken, so viele schöne Dinge. Ich meine, solange ich dem Riesen fernbleibe und dem Mammut sollte mir ja nichts passieren. Dem Tier tun wir jetzt nichts an. Dann haben wir jetzt mal genug Fell. So. Ich glaube, in die Richtung können wir nach Weißlauf direkt durch. So. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass nochmal ein paar Assassinen auf mich gehetzt werden könnten. Ich Sturmente finde, die mich abschlachten wollen. Oder auch Banditen per se. Who knows? Oder Raubkätzchen. Hey, Wölfchen. Nice Shot. Tut mir zweimal in der Seele weh, die armen Biester zu töten, aber ich habe keinen Bock, gekillt zu werden. Schließlich soll die Reise ja noch nicht vorbei sein. Ja, das passt ganz gut. Außer wie ich das so locker in der rechten Hand lang schwinge. So. Oh. Kurzen Augenblick und macht Stress. Okay, da bin ich doch schon wieder. Ging schneller als gedacht. Der Hund hat nur etwas gehört und nach Straßenhund-Manier wollte sie einfach mal... Alter, du siehst cool aus. Also nach Straßenhund-Manier wollte sie einfach da ein bisschen stressen. Nice. Gut gemacht, Lydia. Ich wollte das nicht mitnehmen, aber macht nichts. Da haben wir ein paar Gräber geschändet. War nicht noch so ein richtig cooles Skelett? Mit einem Mantel? Hm. Keine Ahnung. Naja. Da ist ein Mammut. Oh, hübscher Baum. Dann lass uns mal zurück. Ein bisschen die Aussicht hier genießen. Sofern es mit dem Nebel möglich ist. Nehmen wir mit. Danke, Lydia, für die Rückendeckung. Da machen wir mal einen großen Bogen. Sieht nicht einladend aus. Na komm, wieder ab in die Perspektive. Sieht gar nicht einladend aus. Dann gehen wir nicht hin. Noch nicht. So. Da vorne ist auch schon Weißlauf. Hier ist der abgefackelte Turm. Wo wir ja den Drachen begegneten, der uns die Kraft gab.
Wenn man vom Assassinen spricht. Die lässt du mir auch nicht. Notiz des Assassinen. Mögest du nur mit deinen Waffen im Busch liegen. So. Schauen wir mal. Bücher. Notiz. Wie befohlen, sollt ihr Dora schon jeden Preis umbringen, ja. Aber wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten. Sofern ich noch die Bruderschaft noch von damals kenne, ist die Bezahlung erst, wenn das Ziel eliminiert ist. Deswegen wundert es mich. Irgendwas stimmt ganz und gar nicht mit der Bruderschaft, die liegt da. Oh. Noch einer der Wachen, die den Kampf gegen den Drachen nicht geschafft haben. Hey, Lydia. Gehst mit dem Tier aber ganz schön hart ins Gericht. Was? Hab ich nicht verstanden. Red mal ein bisschen lauter, Lydia. Na, es ist weg. Wieder einmal. Schade. Nee, da ist es. Wieso schieß ich zu hoch? Hab es, Lydia. Komm. Hol wir uns mal die Belohnung. Beziehungsweise einfach das Fell. Ziehen wir dem Tier doch mal das Fell über die Ohren. Großes Wildbret. Wie du an Septime kamst, ist mir schleierhaft. So. Auf jeden Fall müssen wir mal gucken, dass ich demnächst mal das ein oder andere Pferd kaufe, um schneller zu reisen. Dann rein nach Weißlauf, rein in die Taverne. Der Dame sagen, sie muss fliehen. Jawohl. Ich grüße euch, werter Reisender. Die fehlen ein paar Hände. Okay, das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Hilfe. Eieiei. So.
Achso, da habe ich schon geplündert. Rennen wir mal. Trinken. So. Dann mal los. Mitleid, mein Herr, und gebt mir ein paar Sektine. Ja, kein Problem. Wenn du, dann lauf nicht weiter. Warte. Mein liebster Saufkumpan, besorgt mal ein wenig Met. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Aber sicher. Olava soll wohl eure Zukunft deuten, ja? Tut mir leid, aber ich bin... So, dann gehen wir mal rein und sagen ihr... Das war schlechte Nachrichten für Sie haben. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Ja. Und wo waren wir? Die Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Lust ob. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Warum nicht? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den... Nur mit den Fäusten. Okay. Keine Waffen, keine Magie. Kein Geheule. Los geht's. Gerne. Lass mich mal kurz mein Schild absetzen. Komm. Los. Seht an, seht an. Die nächste Made, die unter meinen Stiefeln zerquetscht werden wird. Mehr habt ihr nicht drauf? Tavernenschlägerei. Vorderwind. Ich muss mir helfen. Sehen, was ihr drauf habt. Jemand muss etwas unternehmen. Steh auf. Das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Ja. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Eine kleine Schlägerei nebenher ist auch mal was Feines. So. Dann gehen wir mal hoch zu ihr. Wo bist du? Achso, die ist da oben. Einmal quer durch die Dachsparren. Hallo, du. Hep. Sadia. Ist die? Da ist er. Gibt es Neuigkeiten von den Alikir? Was? Wie? Ich dachte, sie dürften nicht in die Stadt. Aber wo soll ich denn hin? Ich kann doch nicht bis in alle Ewigkeit davonlaufen. Nach all dem muss ich wieder meine Sachen zusammensuchen und fortgehen? Wenn ihr das wirklich für die einzige Möglichkeit haltet, dann vertraue ich euch. Jo. Lasst uns keine Zeit vergeuden. Also gut. Dann komm mit, Sadia. Oder wie du auch heißt. Nehmen wir den Seiteneingang. Hier bin ich, komm. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Ja, viel Spaß. Komm, Sadia. Dann bringen wir sie mal in Anführungsstrichen in Sicherheit.
Achso, roundabout 2,5 Jahren Ladescreen. Und so. So. Du bist dabei. Komm, und lauf. 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 Schnell. Schnell, schnell, schnell. Du bist in Gefahr. Lauf, 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 lauf. Bin schon was gemein? Na, ein bisschen Tempo hat sich schon drauf. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages. Endlich begegnen wir uns, werte Dame. Was ist das? Was habt ihr getan? Jetzt hört schon damit auf. Ihr habt doch wirklich nicht erwartet, die Leute bis in alle Ewigkeit manipulieren zu können, oder? Das Glück musste euch eines Tages verlassen. Jetzt bringen wir unsere werte Freundin hier zurück nach Hammerfell, wo sie den Preis für ihren Verrat bezahlen wird. Nicht auf dem Weg zurück. Aber wenn sie erst einmal dort ist, liegt die Entscheidung über ihr Schicksal nicht mehr bei mir. Klingt logisch. Und was euch betrifft, schulde ich euch nicht einen Teil der Belohnung? Ja. Hier, bitte. Überlegt euch gut, wofür ihr es ausgebt. Wenn ich euch noch einen Rat geben darf, lasst euch nicht von einem hübschen Gesicht täuschen. Das stünde euch nicht gut zu Gesicht. Oh, 517. Sie hat die Stadt... Ach so, die anderen ja. Adelshäuser entdeckten ihren Verrat und sie musste fliehen. Mhm. Sie wollen sie lebendig zurückhaben. Hübsches Pferd. Wie viel Geld habe ich denn jetzt eigentlich? 2952 Gold. Ich guck mal, ob ich mir ein Pferd leisten. Oh. Oder ich frag mal den da. Hey, du. Ich hab ein Kerl wie ihr braucht bestimmt ein Schlag. Keines von ihnen ist älter als 9. Und das jüngste ist 6. Das Pferd, das ich im Angebot habe, ist 7 Jahre alt, aber in guter Verfassung. Und es hat viel Temperament. Hm. Wir haben ihr den Namen Königin Alfsigre gegeben, oder kurz Ali. Ihr könnt sie aber nennen, wie ihr wollt, sobald sie euch gehört. Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Abgemacht. Es ist das mit dem Sattel. Mhm. Reitet schnell wie der Wind. Achso, man steuert mit der Maus. Eieiei. So, dann haben wir Sadia alias Sharaza alias Schlag mich tot. So, wir dürfen mit ihr bestimmt nicht in die Stadt. So. Haben wir jetzt vielleicht der Gerechtigkeit zugeführt? Ich weiß es nicht. Ich habe ein ruhiges Gewissen. Ich habe 517 erhalten. Ich meine, das Gewissen kann man mit Gold sehr schnell wieder beruhigen. Und wie gesagt, das, was er erzählt hat, klang eher plausibler, als wenn sie von Adel wäre und musste vor Assassinen fliehen. Besonders wenn er mit den, wenn auch mal der Altmeri-Bund wieder natürlich im Spiel ist. So, dann. Obwohl, wir brauchen eigentlich gar nicht hier rein, weil. Nicht cool. Auch nicht Objekte. Die nächste Quest. Und zwar das Banditenanführer. Den Banditenanführer im Lager Stille Monde. Wir holen uns das Kopfgeld. Was denkst du? Machen wir das? Ja. Dann rein da. Diesmal habe ich ein Pferd, da bin ich ein bisschen schneller unterwegs. Hihi. Müssen wir mal kurz gucken, ob ich die Fähigkeit habe, das Pferd irgendwie zu rufen mit Pfeifen oder sonstigen Skills. Magie. Schreie. Kräfte. Aktive Effekte. Alles. Flammenheilung.
Nee, doch nicht. Na geil. Komm her. Tut mir leid, werte Lydia, du musst rennen. Wir treffen uns am Ziel. Okay, Seth kann nicht springen. Schade. Macht nichts. Ja, ich bin schon ein bisschen gemein, aber es macht nichts. Oder können Gefährten auch Pferde bekommen? Über Tipps, also Tipps würde ich sehr erfreut sein. Gott, ich habe schon wieder mit dem reden. So. Aber, mal gucken, wo ist denn das Lager jetzt? Da oben. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich straight nordwärts. Solange ich keine Mammuts oder Riesen hier entgegen laufe, sollte alles gut sein. Oh. Rava-Dickhäuter. Okay. Der Banditenanführer scheint wohl dort zu sein. Du bleibst hier, Kleiner. Irgendwo hinter diesem Felsen, ich weiß das. Da. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Du greifst mein Pferd nicht an. Muss der überhaupt noch was tun? Die machen das ja schon. So. Du, Jaspertrauben, Septime, nehmen wir mit. Nordmeet, Septime, Samulett von Knaret und Eisenpfeile. So. Und du hast einen Amethyst. Septime, Eisenpfeile, Eisenerz, lasse ich mal da. Hier ist nichts drin. Ich weiß, wir müssen da rein, aber ich gehe jetzt mal kurz noch hier plündern. Schön Essbares. Oh. So. Septime, Eisenpfeile nehmen wir mit. Lockpick ist immer gut. Lichten Pfeilen, Herrenloser. Gut. Dann lasst uns mal da reingehen.